Auch der Potsdamer Platz wird sehr oft mit der Mauerzeit in Verbindung gebracht, als einer der Orte, die eben charakteristisch, besonders charakteristisch waren in der Zeit der Teilung. Man muss dazu sagen, dass es in den 50er Jahren, also noch vor dem Bau der Mauer, noch so eine Art Nachleben des alten Potsdamer Platzes gegeben hatte, natürlich auch nur in Maßen, denn der Potsdamer Platz war stark kriegszerstört gewesen, viele Gebäude, Häuser waren kaputt. Aber es gab zu diesem Zeitpunkt doch noch ein sehr, ja, lebendiges Leben dort am Potsdamer Platz. Der Potsdamer Platz war der Ort, an dem drei Sektoren zusammenkamen: der sowjetische Sektor, der amerikanische Sektor, der britische Sektor. Und man konnte zu diesem Zeitpunkt ja noch ohne große Probleme von Ost nach West und von West nach Ost. Unmittelbar nach dem Krieg blühte dort der Schwarzhandel. Und in etwas späteren Jahren, als es dann auch schon diese unterschiedlichen Währungen gab, war das einfach ein Ort der Begegnung von Ost- und Westberlinern. Als die Telefonleitungen getrennt waren, konnte man immer noch so ohne große Probleme als Ostberliner zum Potsdamer Platz fahren, konnte da ins Westnetz telefonieren und umgekehrt. Und all diese Möglichkeiten gab es natürlich nach dem 13. August gar nicht mehr. Es gab auch keinen Grenzübergang Potsdamer Platz. Also man kam an dieser Stelle nicht rüber. Das Einzige, was es da gab, waren noch ein paar Souvenirgeschäfte, Imbissbuden. Das war es. Ansonsten eine große Brache.